Ja, Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Zelda-Folge. Jo, wir sind im Brunnen von Kakariko, haben letztes Mal schon ein bisschen was gemacht, uns den ersten Schlüssel gesnackt. Und jetzt werden wir mal schauen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Komm, komm. So. Komm her, kleine Spinni, Spinni. Bäm. Gibst du mir noch was? Aber ja, was will ich eigentlich? Okay, Nüsse oder so. Es ist halt irgendwie, die Steinschleuder braucht man halt einfach nicht mehr, wenn man den Bumerang hat, ne? Ah, hier ist auch schon mal gleich ein Loch. Ah, mit einem Gang. Mit einer Truhe und einem Gang. Ja, dann schauen wir doch mal. Komm, okay. Ich hatte jetzt noch auf einen Schlüssel gehofft, aber gut. Ja, jetzt müssen wir die ganzen Räume halt noch ein zweites Mal abchecken. Schauen wegen dem fehlenden Wasser. So. Boah, irgendwie habe ich Angst, dass dahinter ein Gegner ist. Na, haben wir die Fee? Ja, haben wir. Ja, hier ist einer, genau, dieser komischen Gegner mit ihren komischen Händen. Ich weiß gar nicht mehr, was tun. Ich weiß nur noch, sie greifen einen auch an. Gehen wir mal hin. Wow, ja, gehen wir mal hin. Komm, lass mich los. Boah, knapp war das. Wir müssen aufpassen. So, das hat mal nichts gebracht, wie man sieht. Das bringt auch... Ah, warte. Ich muss wahrscheinlich warten, bis er den Kopf runterkommt. Und dann kann ich dich schlagen. Du grausliges Ding. Ah, jetzt verschwindet... Hoppala. Verschwindet er wieder. Immer schön hier in der Mitte bleiben, ne? Oder so. Öffnen. Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, was? Eine unsichtbare Truhe? Oha. Oha. Wäre jetzt noch schön gewesen, wenn es was gebracht hätte, aber okay. Oder kommt er erst, wenn ich mich von einem von den Scheißteilen angreifen lasse? Hoppala. No, das wollte ich nicht. Ich wollte doch zielen. Wollte doch zielen. Bringt nichts. Ja, wahrscheinlich muss ich mich von einem angreifen lassen. Ja, jetzt ist er wieder da. Schau an. Komm her. Oh oh. No, ich bin... Ja. Aber muss ich mich wirklich von ihm treffen lassen? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, dass der rauskommt? Ja, wahrscheinlich ist es halt so. Na. Come on. Komm her. Oh, das bringt eher nichts. Jetzt dreht es sich wieder um. Nicht abhauen. Ja. Ah, ich muss... Ich vergesse auch immer wegzugehen. Aber ja, ich muss mich, glaube ich, wirklich von denen attackieren lassen, ne? So, komm her. Nein, herkommen. Ja, besiegt. Oha. Ich weiß nur noch, vor dem Gegner hatte ich ein bisschen Angst und Bange. Ich hatte den übelst nervig in Erinnerung und so. Hoppala. Au. Der Kompass. Nehme ich mal an. Nee, das Auge der Wahrheit. Oh mein Gott, wir haben es schon. Okay. Okay. Das würde ja bedeuten, wir müssen in dem Tempel eigentlich nichts mehr machen. Wir haben alles. Oder nicht? Wir brauchen ja nur das Auge der Wahrheit. War das der Boss? Aber ich würde sagen, wir schließen den Tempel trotzdem schnell ab. Es ist eh nicht mehr viel.
theoretisch, ne, nur noch dieser eine Raum. Nicht, dass wir doch irgendwas Wichtiges auslassen. Wundert mich jetzt. Ich meine, okay, ich habe mich jetzt auch nicht mehr so gut an alles erinnert hier. Ich dachte, hier war auch nochmal irgendwas. Oder war das beim... Ja, voll. Da ist noch dieser... Raum. Hier sind nochmal zwei Schlüssel. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Oh. Hä? Eben, hier ist eigentlich noch einiges. Schlüsse. Das wundert mich jetzt. Weil, wenn man sonst jetzt wirklich, sagen wir mal, nichts machen musste... Ja, klar. Wenn man sonst wirklich nichts machen musste, dann wäre der Brunnen ja übelst einfach, wenn man eben nur durchrennen will. Dann hätten wir ja praktisch gar nichts machen müssen, sondern nur einmal da nach vorne gehen, Zeldas Wiegenlied spielen, wieder zurückgehen. Kommt mir jetzt irgendwie komisch vor. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Aber ich frage mich, was ich dann hier jetzt noch soll, so lang. So, wir gehen jetzt erstmal unseren ursprünglichen Weg, den wir abchecken wollten. Hier gehen wir am Schluss nochmal rein. Komisch. Ich meine, hier sieht es sowieso so aus, als wäre nur eine Skulptur da drinnen. Die brauchen wir ja nicht. So. Wir gehen jetzt hier schauen. So. Oh oh. Gefällt mir nicht. Bomben brauchen wir auf jeden Fall. Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Schon wieder runtergefallen. Na, wenigstens weiß ich jetzt, dass gleich am Anfang ein Löchchen ist. Und vor der großen Truhe, wo der Kompass ist, haben wir auch nochmal ein Loch. Na? Ah, mit dem Auge der Wahrheit sehe ich das sicher. Ich rüste das gleich mal aus. Ich kann aber nicht laufen damit, ne? Ah, doch, kann ich. Hier war auch nochmal was, okay. Ein Schlüssel. Hier ist auch nochmal was. Ah, hier kommen wir zu der Truhe. Sehr schön. Ja, schon viel besser, wenn man richtig was sieht, ne? No, Link, das wollte ich nicht. Zieh lieber dein Schwert. So, da ist jetzt einfach das Wasser weg. Vielleicht gibt es hier einen Schlüssel. Nein, ein Herz. Aber passt auch. Wir hatten ja nur noch zwei... Oh, ja,
Hier war einfach der eine Raum nochmal. Okay. Hier sind wir vorhin runtergefallen, genau. Aber sonst gibt es hier auch trotzdem nichts, ne? Gut. Hier unten waren wir auch, da war ja nur die Bombe drin, glaube ich. Ja. Okay. Das ist nochmal ein Weg in den großen Raum hier. Oh, 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 ich wollte noch ausweichen, aber ja, die Reaktion war zu spät. So, hier haben wir auch nochmal Weg in den großen Raum. Hier sieht man nichts sonst. Gut. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und dann in den großen Raum. Ja, jetzt muss ich die Viecher nochmal besiegen. Oh. Wow. Also, weißt du, Navy, du bist manchmal schon echt fresh unterwegs. So. Nein, Link. Nein. Gut. Ja, vielleicht gibt's ja... Ja, Energie. Sieh an, sieh an. So, und hier vielleicht nochmal einen Schlüssel. Wir brauchen ja schon insgesamt zwei noch. No! Hast du jetzt aber nicht ausgerüstet. Ach, zum Glück nicht. Oder? Nee. Den müsste ich selber ausrüsten. Gott. Hatte ich schon kurz Paranoia und dachte mir, nein, Feuerfledermäuse, jetzt habe ich euch ja gerade besiegt. Oh! Oh, 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 oh. Ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Komm, schnell öffnen hier und wieder raus. Ein Schild. Ja, ihr Lappen. Schilder, Schilder. Hört doch auf, mir Schilder zu geben. Ich will die ja nicht. So, come on, come on, come on. Schnell, 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 Link. Das schaffst du. Gut. Und ich glaube, ich weiß schon, wo wir den letzten Schlüssel bekommen. Und zwar gegenüber, wo ich vorhin war, da ist doch irgendwas versteckt, ne? Man sieht auf jeden Fall eine Truhe. Wer immer muss gleich das Teil ziehen. Da hinten muss doch was sein. Müssen wir vielleicht runterspringen hier? Ja, wir müssen sicher hier springen. Oder auch nicht. Okay. Kann sein, dass wir eine Bombe werfen müssen dort. Probieren wir mal. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir halt in den großen Raum, ne? Und schauen, dass wir den Tempel abschließen. Aber wäre echt witzig, wenn sich jetzt am Ende rausstellt, wir hätten eigentlich wieder gehen können nach dem Auge der Wahrheit. Das wäre echt witzig. Dann wäre der Tempel ja echt einfach. Dann muss man gar nichts machen, nur diesen einen Gegner besiegen. Hier einmal Zeldas Wiegenlied spielen und einmal Gegner besiegen. Oh, das ging zu schnell, aber es hat funktioniert. Und was, Venus? Ich wollte das Schlüsselchen Nummer 2. Oh Gott.
Ich wollte... Oh oh. Doch nur ein Schlüsselchen. Ein kleines, feines Schlüsselchen. So schnell, gib mir Herzen. Oder auch eben doch nicht. So, also. Die Frage ist, wir haben nur einen Schlüssel. Na, das... ist es eben. Ah, wir sehen eh, wo die Truhe ist. Und zwar hier. Hä? Was? Hier soll die Truhe sein? Gut, wir nehmen die Tür. No risk, no fun, ne? Auge der Wahrheit. Und wir sehen einen Weg. Einen unsichtbaren. Ah. Hier gibt es einfach eine Skulptulla, oder wie? Ja, schön. Okay. Gut. Gehen wir mal hier runter. Au. Hm. Was hast du, Navy? Was hast du hier? Was siehst du da? Ich kann das Auge hier nicht nutzen. Aha. Probieren wir mal die Hymne der Zeit. Rechts A runter, rechts A runter. Ja. Vielleicht bringt die was. Vogelscheuchenpolka sollte uns eigentlich ja nichts bringen, ne? Weil wir sind Kind, wir haben nicht mal einen Haken. Okay, ja gut, dann... haben wir den Tempel eigentlich abgeschlossen, ne? Es ist eine Truhe, die wir noch nicht haben. Ach, come on. Es ist nur eine Truhe, die wir nicht haben. Und keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ja, und ein Raum. Ne? Okay, eine Idee habe ich noch. Und zwar von außen, von diesem großen Raum, kommen wir vielleicht zu der Truhe. Und können dann in den letzten Raum rein, ne? Aber wenn das nicht geht, dann ja. Gehen wir. Ach so, scheiße, ich habe keine Magie mehr. Deswegen kann ich das Auge nicht mehr einsetzen. Ich hätte jetzt nur vermutet, dass wir hier irgendwo reinkommen. Dass hier noch... ja... ah, hier ist ein geheimer Weg. Okay, cool. Ja, Schlüsselchen. So, können wir das hier abschließen. Hier ist auch nochmal irgendwo. Ja, hier. Gut. Wehe, hier ist jetzt nichts Tolles drin. Eine Skulptur. Ja, schön. Wow, hey, nicht so aggressiv. Na, immerhin bekommen wir wieder ein bisschen Magie. Ach krass, dass man für die Magie das Auge der Wahrheit braucht. Zieht dann. Ah, das habe ich gar nicht bemerkt. Ja, ich meine, dann geht's schon, wenn man es nicht wie ich jetzt einfach dauerhaft anhat, ne? Sondern halt immer nur kurz anmacht, um zu schauen. Ja, gehen wir hier raus. Und raus aus dem Tempel, ne? Krass. Das wundert mich echt, dass man, eben wenn man sagt, ja, Skulpturas und so sind mir egal. Ich sehe halt nichts. Eben, wenn man sagt, Skulpturas und so sind mir egal, dann hätte man wirklich den Tempel hier ja in, keine Ahnung,
zwei Minuten erledigt, ne? Bis vorne laufen, Lead spielen, zurücklaufen, Boss besiegen und schon wieder raus da. Wir haben uns jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber gut, ich wollte nicht, dass irgendwie was nicht passt nachher halt oder so. Und dann sind wir erwachsen und merken dann, oh, wir hätten da noch was machen müssen. Wir müssen nochmal zurück. Also nochmal Kind machen und alles, ja, ne? Lieber machen wir es erst genau, damit es nachher dann passt. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eh gleich erwachsen machen. Und wenn wir wieder herkommen, müsste Chic wieder da sein. Ja, jetzt kann sie ja nicht da sein. Wir sind ja Kind, sie auch. Gut, so. Rauf, rechts, rauf, rechts, links, rauf. Ja, sehr schön. Habe ich es mir schon wieder gemerkt, das Liedchen. Ja, bitte. Einmal zur Zitadelle der Zeit. Gut, machen wir uns noch schneller wachsen. Hallo Masterschwertchen, du Schönes, was ich nicht benutzen darf. Ich habe jetzt übrigens mal nachgelesen, wegen der Schadensklasse von den Schwertern. Also wenn wir Masterschwert als normaler Schaden hernehmen, dann hat das Piccoronenschwert den doppelten Schaden einfach. Und das Kokiri-Schwert und der Stumpf hat die Hälfte des Schadens vom Masterschwert. Ja. So. Hat er jetzt auch das Masterschwert ausgerüstet? Nee, schon das eine passt. Ja. Und wir können uns eigentlich wieder grüne Klamotten anziehen. Blau sieht es auch. Aber eben, es ist immer... Ah, so eine schwierige Entscheidung. Blau sieht cool aus, rot sieht aber auch cool aus, grün sieht auch cool aus. Ja, gut Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!